Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Pokémon Blatt Grün. Es ist genau 10 Uhr. Die Aufnahme gerade eben war vorbei, in der ich euch erzählt habe, wie viel mir doch schon wieder von der Aufnahme im Arsch gegangen ist. Okay, und seine Pokémon möchten uns kennenlernen. Auf den habe ich schon mal gekannt. Ich weiß aber nicht mehr auswendig, welche Pokémon ich habe. Ich glaube, es war nervige Move-Pokémon. Ich glaube, ich habe recht. Tja. Nun, das Pech haben wir jetzt hauptsächlich irgendwie ein. Dann müssen wir uns die EP für diesen Mist sogar noch teilen. Das wäre extrem ärgerlich. Das ist gut. Das ist gut. Macht euch scheiße. Schön, danke. Dann tackeln wir dich zu Tode und dann soll das auch schon laufen. Ja, meine Laune ist jetzt wieder ein bisschen besser. Wie im letzten Part schon gesagt, es war echt extrem anpissend. Aber nachdem die Scraps-Aufnahme echt wunderbar läuft, habe ich absolut nichts mehr auszusetzen. Auch die Aufnahmelautstärke ist jetzt richtig geil und so. Ja. Allerdings bin ich sehr ungehalten, dass die ganzen Toxis das alles überleben und dass sie sogar noch Volltreffer machen, weil sie so mächtig sind. Aber egal. Diese Scheiß Hauptsache nochmal Schaden gemacht, Taktik. Boah. Alter. Kannst du nicht einfach, keine Ahnung, Scheiße machen oder so? Und wir fliegen jetzt weiter auf den neuen Level. Koste es, was es wolle. Ich kann auf jeden Fall sagen, in der verlorenen Aufnahme lief es besser. So. Oh, jetzt wird es sogar spannend. Jetzt muss ich sogar heilen. Scheiße. Und ich glaube, ich bekomme nicht. Fällt mir gerade auf. Und viele Supertränke muss ich auch wieder kaufen. Ja, das geht. Ja, dann kann ich ein bisschen groß heilen gehen. Aber das lohnt sich irgendwie noch gar nicht. Ja, ich weiß, es ist sehr effektiv, aber trotzdem tot. Bitte. Ja, du bist jetzt trotzdem tot und brichst mir damit ein paar EP. In der Hoffnung, dass X heute Ball auf Level 38 ist. Bitte. Ja, das Mautium ist schnell besiegt. Das ist kein Problem mehr. Muss ich doch mal sagen. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich tue die ganze Zeit einfach die ganze Zeit echt nur labern, was ich gerade mache. Alter, das ist schlechter Kommentarstil. Muss man jetzt mal so... Oh nein! Ja, ich habe mit Leichtigkeit gewonnen. Du bist ja auch ein schlechter Trainer. Auf der anderen Seite hier war irgendein Item. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Als nächstes bist du dran. Ich mag eigentlich nicht gegen dich kämpfen. Hey, danke, dass du meine Orden für super cool findest. Ja, du bist auch so super cool. Nee. Ah ja, das war die, wo zwei Wasser-Pokémon hatte. Ja, ich kann mich erinnern. Ah ja, stimmt. Das ist wunderbar. X-Fighter freut sich endlich mal wieder ein, gegen den er kämpfen kann. Wuhu, yeah, Stimmung. Gut. Papsi ist ja schon tot. Und auch das andere ist ja tot. So wie sie es gehört. X-Fighter erreicht den Level 38. Ja, 3-2-2, 3-2-3. Muss sagen, sind ziemlich gute Wertesteigerung. Davon können gewisse andere Pokémon eigentlich nur freuen. Tabita. Tabita ist ja auch ein schöner Name. Ich kannte bisher nur Tabea. Also Tabita kann ich jetzt nicht als Name. So heißt sie Pokémon-Mikarin. Tabita. Schöner Name. Muss ich doch mal sagen. Tabea ist auch ein schöner Name. Kann man so unterschreiben. Ja, gehen wir halt mal da hoch. Machen wir die noch fertig. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Nein. Ich möchte nicht. Fand ich aber ziemlich nervig. Ja, du warst die mit dem Typen. Und da draußen, ach du Scheiße, da hängt ein Schwarm Vögel. Was sind denn das für Vögel? Ich kann es gar nicht erklären, erkennen, weil die so weit weg sind. Das sind so bräunliche Vögel. Ja, ziemlich klein, schwarzer Kopf. Moment, was sind denn hier für Wesen? Ich kann es echt nicht erkennen, das sind ganz schön viele. Zählen sie mal, 1, 2, 35. Ja, könnte 35 Viecher sein. Also, es sind extrem viele Vögel. Nein, nicht Pokémon, Vögel. Es sind einfach nur Vögel. Die da draußen jetzt gerade scheinbar nach Samen oder wie auch immer das so suchen. Ja, die haben hier natürlich, sind sie hier schon ein bisschen zu viel. Ja, das war schon alles, stimmt. Oh Gott, die will auch kämpfen. Natürlich werde ich mit dir spielen. Ah, nein, sie wurden aufgeschaltet. Sie sind alle weg. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Verdammt, das waren so schöne Vogelviecher.
Das gibt's ja gar nicht. Tja, Vogelkunde müssten wir haben. Da kommt ja schon ein paar. Da fliegen sie wieder. Da fliegen sie wieder. Und dann fliegen sie eine Kurve und eine. Alter, das sieht schon geil aus. Wenn so Vögel so einen Schwarm machen, ne? Wenn die so einen Schwarm fliegen, die fliegen alle halt exakt dieselbe Kurve. Dieses Pickup, die kenne ich. Das, die setzen, glaube ich, lauter Rückzug ein, weil sie alle wissen, das ist Stern. Das sieht schon cool aus. Wenn da so ein ganzer Schwarmvogel komplett perfekt synchron fliegt, ne? Das ist halt schon beeindruckend, muss ich mal sagen. Auch wenn ich nicht weiß, was das für Vögel sind, obwohl ich ein Landei bin. Tja, die hier hat einen Quatsch nach dem anderen. Und natürlich kann auch dieses Quatsch ruckzuck die. Was soll das denn sonst können? Gute Frage. So, Quatsch haben wir jetzt hochgekriegt. Yeah, alles bestens gut. Schön, wir hören uns die Gewinnmusik an. Hören uns an, dass wir ein dünnes Bike sind. Was ist nur noch vielleicht für Pokémon? Ich weiß es nicht mehr, scheiße. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kennen. Ja, ich weiß, den Spruch habe ich mir gemerkt. Den kenne ich, aber was hast du für Pokémon? Du hattest viele. Oh, nein. Stimmt, du hattest nur diese Kackviecher, die eigentlich keine Erwähnung wert sind. Gut kämpfen, ja, ja, du würdest gut kämpfen. Dein erstes Pokémon ist tot. Ja, hm. Übrigens liegt da draußen ein Haufen Holz. Das ist ja auch schon was Lächerliches, ne? Wusstet ihr, dass man, wenn man einen Wald besitzt, und da Holz rausmacht, dann muss man darauf Steuern zahlen, wenn man es als eigenes Brennholz benutzt. Das heißt, du darfst keinen Baum fällen und den verheizen, ohne dafür zu bezahlen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist doch total scheiße, oder? Ja, als nächstes kommt natürlich wieder Radrad. Das ist das ernsthaft, das ist doch totaler Mist. Muss ich mal sagen. Ich werde hau mal gleich mal auf Level 39. Ja, warum nicht? Er ist halt gerade auf Platz 1 oder so. In meinem Herzen. Nein. In meinem Herzen auf Platz 1 ist gerade. Ach, verdammt, ein Projekt, das ich spielen will. Aber ich habe noch zwei ganze Projekte, die ich zwischendrin noch auf jeden Fall machen muss, bevor ich dieses Projekt überhaupt das erste Mal spiele. Und zwar ist es so, ihr kennt doch, nein, ich sag nicht, welches Projekt es ist. Aber ich freue mich schon so verdammt darauf. Ich habe auf jeden Fall noch mindestens zwei Projekte, die ich abschließen werde. Sag mal so, ich zwinge mich dazu. Ich muss diese Projekte fertig machen. Und vorher darf ich das Spiel gar nicht auspacken. Das ist so meine Ambition. Und zusätzlich muss ich ja Pokémon auch erst noch fertig machen. Also Pokémon zählt da nicht dazu, sondern noch zwei weitere Spiele, die ich unbedingt durchhaben will, bis ich dieses Projekt starte. Das liegt daran, dass die Projekte gewissermaßen ausgeliehen sind von Freunden. Du hattest auch Vogel-Pokémon. Naja, genau. Und das Projekt, das ich jetzt eingepackt, also eingeschweißt sogar noch habe, in der Folie eingepackt, das wollte ich schon ewig mal haben, wollte ich schon ewig mal zocken und ich habe es mir jetzt endlich gekauft. In München habe ich es zufällig gesehen. Ah, so ein geiles Glück. Und jetzt liegt es halt echt noch darum und wartet darauf, ausgepackt zu werden. Aber es wird also ausgepackt, wenn ich diese beiden doch recht langwierigen Projekte vorher fertig gespielt habe. Und das kann halt echt noch lange dauern. Und das ist so meine Motivation. Endlich dieses mysteriöse Spiel, das ich unbedingt spielen will, spielen zu dürfen. Aber da muss ich halt noch warten. So, und damit haben wir auch den nächsten Trainer besiegt. Ach, das geht doch recht schnell. Ach, da sind die verschenkten Minuten bald wieder eingeholt. Ja, du hast verloren, genau. Ja, jetzt fliegen wir da hoch, fahren wir da hoch. Hey, du. Ja, endlich. Und die Vögel sind wieder da. Sie hocken da draußen auf unserer Weide. Also wer es nicht weiß, ich stamme auf dem Bauernhof. Habe ich jetzt mittlerweile 20 Mal gesagt in diesem Part. Fuck, das war die mit dem Wasser-Pokémon. Scheiße. Und hier bin ich letztes Mal auch schon reingefallen. Ja, ich habe ja E-Fit. da draußen sind sie. Ganz viele Vögel. Und sie picken wieder Würmer aus dem Boden. Oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ah, ist das schön. Ich muss ja sagen, die haben mich begeistert. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Donnerstock eingesetzt habe. Oh Mann, jetzt werden sie bestimmt gleich wieder aufgeschreckt und dann kriegen sie tolle Manöver. Nein! Nein! Fuck! Scheiße, Dreschfliegen wird doch stärker, je weniger KP der Anwender hat. Fuck! Scheiße, eine Fehlentscheidung macht so viel kaputt. Puh! Ja, Evil kann mir jetzt wirklich laufen. So. Nee, möchte nicht das Pokémon wechseln. Entschuldigung. Ich habe da wohl ein bisschen viel geredet und so. Ich benutze ja meine Stimme sehr gerne. Also Torika, auf keinen Fall hier. Das ist effektiv. Ich will kein Punkte.
Und ja, da hatte ich wohl jetzt etwas im Hals. So wie jetzt gerade auch, ich trinke mal schon was. Wir haben diese Super auf brutalste Art und Weise niedergemacht. So, gute Spezi, hoffen wir mal, dass die so ein bisschen flutschen lässt. Lass mich durch. Immer lässt sie nicht. So, den anderen hatte ich auch schon hier hinter, ist glaube ich nichts, ne? Vielleicht eine Pferde oder so? Nein. Und den hier anderen kann ich auch wieder nicht weggeschicken. Ärgerlich. Nun schicken wir einfach das Pokémon. Komm, 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 dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Junge, Junge. Na endlich! Hat ja lange gedauert. Ach nee, warte, hätte ich auch Patrick töten lassen können, der hat 2 Carpador. Ah, da habe ich, das weiß ich noch, in der Aufnahme habe ich gesagt, Alter, wenn du jetzt 5 Carpador hast, dann bring ich dich um, ne? Und was hat er? Er hat nicht 5 Carpador, er hat 2. Und sie sind erstens underlevelt und zweitens sieht sie scheiße. Naja. Oh, die Vögel fliegen. Ah, oh, sie haben wieder ein Manöver geflogen, so gleichzeitig. Ich finde das so cool. Ja, unser Aquana jedenfalls hier. Wobei ich sagen muss, Carpador sind ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also Carpador sind schon schlecht. Aber wenn du sie halt entwickelst, Garados sind so brutal mächtig. Kann man ja auch wieder sehen bei Pokémon zum Charakter, wo wir ja ein Garados im Team haben, das Strohzock heißt mir zu ehren. Auch wenn ich es entwickeln musste. Okay, hey, wir haben immer noch Zeit. Das wundert mich. Letztes Mal habe ich für die Strecke lang gebraucht. Das kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt hier alles schon mal gemacht habe und jetzt hier die Entscheidungen besser treffen. Gegen den habe ich noch nicht gekämpft, weil wir hier letztes Mal gespeichert haben. Also, da rechts unten, siehst du schon. Da sitze ich ein Mondstein, ich glaube schon. Aber ich werde ihn hier nicht gehen. Möchtest du ein Pipi entwickeln? Nein. Achso, müsstest du ein Nidoran zu Nidorin und Nidorina und Nidoking entwickeln? Das wäre süß. Du kriegst ihn aber nicht. Nur für 10 Millionen, die hast du nicht. Und da sind die Vögel, die dann picken. Ach, ist das schön. Aber ich muss ja sagen, diese Vögel haben mir, die machen mir Spaß. Sind so schön, ich weiß nicht. Ganz kleine sind das. Oh, Nidorino ist ja schon Boden. Ich hoffe doch nicht, sonst habe ich ein Problem. Ach, du Scheiße. Er ist noch nicht Boden, Glück gehabt. Und ein Volltreffer kriegen wir auch geschenkt. Alter, ist das schön. So, gut. Autsch, ja, autsch. Wir haben Eisen gefunden. Das ist schön. Hier ist der nächste Trainer. Moment, ich möchte mal kurz was gucken. So, hier auf die Karte. Also, mein Ziel ist es entweder hierhin oder hierhin. Also, ich werde beide Wege laufen. Und dann werden wir hierhin gehen in die Arena. Dann gehen wir dahin in die Arena. Dann gehen wir hier unten hin in die Arena. Und dann haben wir, Moment, haben wir dann alle Arenen gemacht. Moment, Moment. Wir haben jetzt hier Orden, glaube ich. Und 3 fehlen noch. Rechnen, denken. Schlimm. Ja, wir haben 4 Orden. Wie man sieht, die Nummer 4 fehlt uns. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt im nächsten, als nächstes dann schon dazu kommt oder erst die Nummer 6. Ich glaube, es kommt erst die Nummer 6. Theoretisch könnten wir auch die Nummer 7 schon machen. Also, das wäre kein Problem. Oder nein, ich glaube, es ist gar nicht möglich. Naja, egal. Beutel, nein, ich nicht mit dem Beutel. Bitte, und wir haben schon wieder einen Vogeltrainer. Ach, wirklich. Wenn ich diese Vogel kenne. Hallo du. Hallo. Hallo. Ey. Junge. Sag mal. Endlich hier. Oh, es ist ein Elektro-Trainer. Das ist immer scheiße. Ich weiß bei denen nicht, ob sie... Ghetto Kid, Junge. Das ist doch kein Rocker. Alter, wie geil. Alter, das ist ja... Das ist das coolste Bild, das ich jemals gesehen habe. Alter, das ist doch kein Rocker und die Vögel sind da oben immer noch da. Schön. Ja, meine Vögel. So. Ja, dieser Voltoball wird gekillt. So, 639 EP sind dann unsere. Und es kommt sogar noch ein Elektroball. Yeah, Xavier, yo. Das ist ein Rocker, Alter. Alter, du bist schneller, Alter. Kann ja nicht sein, Alter. Wie redet? Naja, ich muss ja laut RTL muss ich ja Jugendwörter benutzen. Ist ja richtig so, weil die Jugend eine eigene Sprache hat. Weiß man ja. Ne? Und so. Also, Alter, yo, Junge. Ich weiß nicht, was ich da habe. Natürlich weiß ich nicht, was ich da habe. Aber, es ist laut RTL. Ja, Stromkreis unterbrochen. Alter. Voll auf Elektro hier.
Heilst du meine Pokémon bitte? Mein Bruder ist der Profi an, ich liebe den Angespieler. Mach ich auch an. Ich bin dir sympathisch. Nein, hier geht's nicht zu. Ach, geil! Geil! Okay. Carpador. Kann so unterschiedlich groß sein? Okay, weiß ich dann. Alter, hier kriegt man die Angel, das wusste ich gar nicht. Wäre mir lieber gewesen, wenn du meine Pokémon heilen würdest. Weil so muss ich nämlich jetzt. Ach, da, wer ist denn da? Sportangelzone, ja, hier kann man angeln. Ich bin am Überleben, ob der Quana jetzt so vorbei gehen soll. Das Problem ist halt, ich bin auch nicht erlernen. Erlernen, nicht gefunden. Aber eigentlich soll er eh Surfer lernen, weil ich ja hier Surfer brauche. Ja, du versuchst Surfer zu erlernen. Ach, einer habe ich vergessen lernen. Ja, es soll der Sandwirbel sein, weil er eh scheiße ist. Haben wir ihn doch nie gebraucht. Lup. Sandwirbel vergessen und bereit. So, Rocket Slash hat Surfer erlernt. Und jetzt können wir Folgendes machen. Ja. Ja, guckst du! Oh, sind wir böse. Da sind nur Angler. Alter, wie lange geht denn diese Route noch so übel? Ich glaube, hier sind wir böse. Den bestreiten wir am besten mit. Ja. Ich würde sagen, Rocket Slash und. Ich weiß nicht. Aber lassen wir doch Patrick, oder? Hey, Dennis. Wenn wir gewinnen, heiraten wir. Oh, ich mache uns die Hochzeit kaputt. Was für ein gemeiner Kerl ich doch bin. Ach, tut mir das leid. Sorry, Leute. Boah, bin ich böse. Ich mache ihm die Hochzeit kaputt. Alter Scheiße. Eigentlich haben wir gerade Surfer erlernt. Ach so, wir sind ja noch bei. Natürlich. Haben wir Swimpen eins von beiden an. Das Coole ist, in dieser Edition trifft Surfer nur die Gegner. Nein, die Attacke geht daneben. Oh, ist das ärgerlich. Aber immerhin, Surfer, das habe ich übelst ausgenutzt. Ich habe da, kann ich dann später mal zeigen, es gibt so ein tolles Training-Eck. Da kann man später mit Kampfbahnen immerhin und dann kann man ganz einfach leveln. Indem man ein Aquana hat oder ein Surfer-Pokémon und das dann die ganze Zeit die Feuer-Pokémon besiegen lässt. Und dadurch kriegt natürlich der andere auch EP und der kriegt gar nicht mal so wenig. 2-2-1-1-0-2, das kann, das geht besser, Patrick. Jo, junges Glück, Sierra und Dennis wurden besiegt. Oh, ich habe euch die Hoffnung, es tut mir so leid. Dennis, du Dummerchen, du hast es vermasselt. Nein, ich bin nicht so. Oh, das Sierra, meine Liebste, verzeih mir. Es ist meine Schuld. Ah, dieses Drama. Trauma, Baby. Ist noch ein Angler? Ich möchte erst mal gucken, ob ich vielleicht in die nächste Stadt kommen und heilen kann. Wäre nämlich gar nicht schlecht. Hier hoch geht's auch. Die ganzen Angler kann man ja besiegen, aber ich möchte sie jetzt nicht jetzt besiegen. Hier ist ein Item, ach sowas. Wertewechsel ist irgendein TM, die ich nie benutzt habe. Von daher, die wird genauso wie alle anderen auch in unserem Beutel verstauben. Ich glaube, der dreht sich auch um. Das will ich nicht riskieren. Ja, geschafft. Wunderbar. Was gibt's hier oben? Gibt's hier auch einen Assistenten? Ja, dann wird es ein Tauscher geben. Was? Ist das Erdbeben? Ist das Erdbeben? Nee. Nee, leider nicht. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Das ist eine total sinnvolle Attacke. Die besagt einfach, dass wir irgendwas doch auch. Nein, keine Belastung. Schön, dann können wir erstmal heilen. Das ist wunderbar. Oh, oh, diese mysteriöse Musik. Das ist schon wieder vorbei. Schnell geheilt. Wunderbar, das war mein Ziel. Jetzt können wir nämlich schön die ganzen Angler noch niederbetteln. Und dann haben wir die nächste Route auch schon fertig. Ich sehe gerade, ich wollte eigentlich nur bis 10.15 Uhr aufnehmen. Jetzt ist 10.18 Uhr. Oh, oh. Da würde ich sagen, speichere ich hier schnell. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Blattgrün. Ich bin der Strullzock. Macht es gut. Bis übermorgen. Servus.